Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir das Erntedankfest. Und da gehört bei uns in Bayern die sogenannte Erntekrone im Gottesdienst mit dazu. Wir waren in Vogtereuth im Landkreis Rosenheim und haben der katholischen Landjugend beim Binden dieser Erntekrone über die Schulter geschaut. Ich bin die Verena Freiberger, ich bin die erste Vorständin von der Landjugend Vogtereuth, also katholische Landjugendbewegung. Wir haben heute ein Buch bei unserem anderen Vorstand, beim Hansi Patzinger, und binden die Erntekrone fürs Erntedankfest. Das machen wir sehr traditionell jedes Jahr für das Erntedankfest. Und genau, kommen deswegen jetzt ja wieder zusammen und haben da große Freude. Und die Erntekrone sieht man da hinten. Das ist ein Eisengestell, das einfach für Ernährung steht, für die Landwirtschaft steht und den wir immer mit Weizen und Bocks schmücken. Und das hat zum einen Ringe im Endeffekt für die Unendlichkeit und zum anderen eben auch kirchliches Kreuz mit drinnen. Genau. Und steht eben für die Tradition und für die Landwirtschaft. Genau, für das Brauchtum auch. Ja, weil es werden halt oben die zwei Sachen zusammengeführt, musst du quasi von beiden Seiten nach unten. Aber oben ist noch besser, unten ist dann immer ein bisschen aufwendiger. Muss man dann ein bisschen basteln, dass man das unten quasi zusammenführt, so dass man die Halme alle nicht sieht, sondern im Endeffekt nur das Getreide. Und dass das halt einfach alles schön ausschaut, muss man dann ein bisschen rumfieseln, aber das geht alles. Also lieber ein bisschen näher zusammenbatzen sozusagen, wie das dann danach irgendwie rausfällt oder dann ist da eine riesige Lücke oder so. Und ein bisschen zum Schluss kann man sie auch noch hinrichten oder dann so nur am Schluss dann noch ein bisschen dazu stecken. Aber es geht. Mittlerweile habe ich es drin oder einen Trick raus. Genau. Nein, doch, ist schon schön, wenn dann die fertige Krone da ist. Und am Herbstfest haben wir dann immer noch Blumen gelandet, die wohl links und rechts hertragen werden neben der Erntekrone. Das macht dann immer schon ein schönes Bild, ja. Doch. Agnes Franzi, wollt ihr auch was zum Trinken gleich? Spezi, Schorle, Bier. Franzi, du, Trinker? Wir haben einen Weizen Anfang Juli vom Feld geschnitten. Wir haben geschaut, wann er eine schöne Farbe hat, da er noch richtig schön gelb ist. Also, am Anfang ist er noch grün und dann wäre er gelblich. Und dann ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um einen Weizen zu schneiden, damit die Körner und dass das alles richtig noch drin bleibt und schön frisch ausschaut. Und da haben wir zu viert ausgeruckt, haben wir da so ein Büschel gemacht und dann haben wir da mit der Sense haben wir den dann geschnitten und auf Paletten gelagert, bis wir ihn heute verarbeitet haben. Und er muss halt dabei trocken gelagert sein, weil sonst wäre er schwarz und dann schaut er auch nicht mehr schön aus. Erntedank ist sau wichtig, einfach um zum Danken für das, was wir alles haben, für die ganzen Lebensmittel, einfach auch für die Landwirtschaft. Also das ist einfach sehr wichtig und natürlich eben auch in Bezug auf die ganzen Veränderungen, die jetzt halt mit der Zeit so kommen. Genau. Haben wir schon froh, dass dass uns so gut geht. Ja, also ich glaube, jetzt ist es ja so halbe Summe ungefähr. Jetzt haben wir eigentlich eine gute Stunde gebunden und das ist jetzt echt sehr flott gegangen. Waren die Mädels und Buben schon fleißig. Genau, wenn man sieht, Draht ist fertig und jetzt gehen wir dann weiter mit dem Box und mit der Eibe. Und das schneiden wir jetzt dann auch gleich zu, machen auch so ein Buschel. Und dann wird quasi der Rest, wenn man sieht, der Innenteil quasi und das Kreuz oben wird dann grün gestaltet mit dem Box eben und der Eibe. Wir haben auch einen Social Media Account und Facebook natürlich und eine Website und da werden wir natürlich auch unsere ganzen Aktivitäten immer posten und genau, ein bisschen, dass man einfach sieht, was wir so machen und wie aktiv wir eigentlich schon haben. Also ich darf schon mal behaupten, wir haben eigentlich wirklich eine recht aktive Landjugend und haben eigentlich ständig irgendwas. Also das Kreuz da oben, das ist auch nochmal ein bisschen tricky, weil da muss alles rundherum bunten werden, weil man da von jeder Seite hin sieht. Und dann sollte es halt auch von jeder Seite schön auch zum Schauen sein. So, jetzt haben wir schon mal Endspurt. Wir schneiden jetzt halt einfach nochmal ein bisschen zu. Wir schauen drüber, ob noch irgendwo was wegsteht oder so. Das kann doch immer mal wieder sein, dass es einfach sauber ausschaut. Und genau.
Aber ich glaube, das ist schon gut passt jetzt. Letzter Schliff. Oben noch das Kreuz fertig und dann können wir noch was essen. Und dann darf man es noch schnell aufstellen, machen wir noch ein Gruppenfoto. Mit dem Meisterwerk. Prachtig. Ja, Wahnsinn, sau gut. Also ist echt super gegangen. Jetzt sind wir, glaube ich, froh, dass es fertig ist. Ja, und es war jetzt super, ein Haufen Leute da. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn so ein Zusammenhalt da ist in einem Verein, dann geht das viel schöner von der Hand und ja. War echt super. Das passt gut, ja. Perfekt. Ein richtiges Kunstwerk und so schnell geht das, wenn viele mithelfen. In Rosenheim wurde das Erntedankfest übrigens schon vor 2 Wochen gefeiert, auf dem bekannten Rosenheimer Herbstfest. Und die katholische Landjugend Fugdareuth war mit ihrer Erntekrone ganz weit vorne mit dabei. Ja, heute ist Erntedankfest in Rosenheim vom Herbstfest und da haben wir uns heute schon recht früh getroffen und freuen uns alle schon, dass wir da heute bei dem Festumzug mitgingen. Jetzt ist dann Kirchenzug und dann ist eben der Festgottesdienst im Mangfallgelände. Da haben wir mit dabei. Es war jetzt ja 3 Jahre nieder und deswegen, glaube ich, freuen wir uns alle umso mehr, dass wir heute endlich wieder dabei sein können und haben einfach wieder eine Riesentruppen und das macht eigentlich immer sau viel Spaß. Danken und feiern wir in diesem Gottesdienst. Lassen wir uns von dem Unverfügbaren von Gott berühren, auf den alles heute weist. Die Erntekronen, die festliche Kleidung, die Musik, unser Zusammenkommen aus Stadt, Landkreis und von weit her. Gottes Friede erfülle uns und sei mit uns allen. Amen. Also segne all die Früchte dieser Schöpfung, der menschlichen Arbeit und unseres Bemühens, die wir dankbar aus deiner Hand empfangen. Lass auch die Armen und Hungernden den Reichtum deiner Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Es ist toll, dass man nur wen findet, der das machen mag. Vor allem jetzt, wo die Leute gemerkt haben, wie schön das daheim auf dem Kanapé ist. Es ist so viel Arbeit zum Binden. Das ist Wahnsinn. Ja, die war schön. Sieht man selten. Ja, also gerade die Landjugend. In der Stadt ist ja nicht mehr so. Gell. Aber Landjugend ist schon immer gut vertreten. Tradition gehört dazu. Sehr schön. Mir passt genau. Genauso. Ja. Man hört immer wieder Jubel. Die Leute freuen sich über die Erntekrone, über unsere ja, Dirndlschürzen und ich glaube, das ganz gut angekommen ist. Schön war es wie jedes Jahr, also auch wenn es jetzt 3 Jahre nicht mehr gewesen ist, also es war schön heuer. Für mich war es natürlich wieder ein Erlebnis und hat mich narrisch gefreut, ein Haufen Leute von uns dabei gewesen haben. Wir waren ein größer Trupp und jetzt gehen wir noch ins Zelt rein, trinken wir noch Masse und ein Händel und dann ist es gut gegangen heute. Tja, so ist es richtig. Ein Erntedankfest muss einfach gefeiert werden. Es geht ja schließlich um unsere Nahrung. Es gibt aber auch Nahrung für die Seele, ja sozusagen geistige Nahrung. Wir waren dazu mal im wunderschönen Inntal unterwegs. Ein Donnerstagabend im August an der Streichenkirche. Hoch über dem Tal der Tiroler Ache im Chiemgau findet heute eine Andacht statt. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung der Tourismusseelsorge im Erzbistum München und Freising und von Aachental Tourismus. Der Beginn war, Robert Hintereder kam auf mich zu und hat gefragt, ob wir was zusammen machen können für Gäste und Einheimische. Und dann habe ich gesagt, sehr, sehr gern. Wir haben hier einen wunderschönen Ort. Da ist immer wieder die Nachfrage, wo wir es machen können. Und es suchen alle irgendwie auch mal Ruhe bei uns. Also wir sind sowieso eine Region, wo kein, wie ich immer sage, Halligalli ist, sondern Ruhe, Besinnung. Und insofern passt das wunderbar. Die Kirche will Menschen erreichen. Das geht nur mit Angeboten, die Gäste, aber auch Einheimische in der Urlaubszeit abholen. Allein der sonntägliche Berggottesdienst reicht da längst nicht mehr aus. Die kurze alpenländische Andacht hat dagegen heute viele auf den Berg gelockt.
es ist wichtig, weil ich glaube, dass die Menschen auch so ein bisschen zur Ruhe kommen wollen und ein bisschen zur Besinnung kommen wollen. Und das erleben wir immer wieder auch bei unseren Gästen, die auch diesen magischen Ort einfach sehr schön finden und zur Andacht hier enorm genießen. Und das kommt an bei den Menschen. Es war wahnsinnig schön, es war ergreifend. Ich bin da, um die Natur zu genießen, um die ganze Atmosphäre vom Streicher zu genießen und dann das mit einer Andacht. Ja, deswegen sind wir da. Das ist für mich einer der wichtigsten Kraftorte bei uns im Dorf. Ich bin da aus Schlehen. Und wenn man da auffährt, da ist einfach, da merkt man das. Und ich brauche für die Seele das und dass man runterkommt. Es ist einfach auch fürs Gemüt sowas, wenn man sich einen Ohrenschmaus kriegt, wie heute mit der Weidlechner Zittermusik und mit dem Gesang und natürlich auch mit den Alphornbläsern, weil das alles einheimische Musikanten sind und Musikantinnen. Und ich freue mich, dass das weiterlebt. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass das so weitergeht. Seelsorge im Urlaub. Ein Stück ganz besonderer Erholung. Ein wirklich schönes Angebot der katholischen Kirche. Also beim nächsten Heimaturlaub einfach mal schauen, was da alles angeboten wird. Hinter solchen Veranstaltungen wie der Andacht auf dem Streichen steht natürlich ganz schön viel Planung. Und wir haben mal mit dem Mann gesprochen, der sich das alles ausdenkt. Robert Hintereder, Tourismusseelsorge im Erzbistum München und Freising. Was stelle ich mir denn unter der Tourismusseelsorge im Erzbistum vor? Tourismusseelsorge ist natürlich immer so ein pathetischer Begriff, zumal ja viele Gäste sich nicht als Touristen begreifen oder verstehen wollen, sondern einfach hier zunächst einmal einfach nur zu Gast sind. Sie haben Freizeit, sie verbringen hier einen Urlaub und wir als Kirche fühlen uns ja für alle zuständig, verantwortlich, an alle gesandt, wie es so schön heißt. Und deswegen sind wir gern für all die Menschen da, die hier in unserer Gegend ihren Urlaub verbringen, ihre Freizeit verbringen und versuchen als Kirche den Menschen in dieser Zeit auf eine Art und Weise zu begegnen, wo wir ansprechend sind und wo wir ihnen in ihrem Leben, das sie halt auch mitbringen in diesen Urlaub, ihnen da ein ganzes Stück weit auch Hilfe oder Begleitung sein können. Das ist eigentlich Tourismusseelsorge. Was machen Sie konkret? Mir ist es ganz wichtig, dass wir als kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechbar sind für die Menschen, die hier in Urlaub verbringen, die ihre Zeit verbringen, die einfach hier zu Gast sind, dass sie merken, dass wir uns nicht hinter Kirchenmauern verstecken, sondern einfach und das Volk mischen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir den Leuten einfach in ihrem Alltag dann auch begegnen. Und dann natürlich auch liturgische Formen suchen, mit denen wir sie ansprechen. Und da reicht eben der Sonntagmorgen-Gottesdienst um 9 Uhr nicht mehr in der Pfarrkirche, den zu bewerben. Es ist gut, wenn der stattfindet, aber deswegen sind wir auch hier heute am Donnerstagabend am Streichen. Eine musikalische Abendandacht, die Leute ansprechen soll, die aus ganz unterschiedlicher Motivation herkommen. Wenn ich mich hier so umschaue, wenn wir die Landschaft im Erzbistum München und Freising Berge sehen, das spielt einer Tourismusseelsorge schon ein bisschen in die Hände, würde ich sagen. Ist das so? Damit punkten wir in erster Linie. Das muss man sagen. Wo ist denn schöner als hier? Also wenn man in Urlaub fahren möchte. Also man tut sich da schon schwer. Und ich kann jeden verstehen, der hier einfach in dieser Gegend ganz seinen Urlaub verbringt. Und deswegen haben wir natürlich Tourismuspastoral in unserem Erzbistum, findet im Wesentlichen zunächst mal am Alpenkamm statt. Hier haben wir auch ganz, ganz viele Menschen, die einfach hinzukommen, eigentlich über das ganze Jahr. Wir haben ja kaum noch eine Nebensaison. Und das verändert natürlich auch das Gesamtgefüge in unserem Dorf. Und wenn ich jetzt da runterschaue nach Schleching, ist es natürlich spürbar, wenn ich in der Früh zum Bäcker gehe, dass ich da mit Leuten zusammentreffe, die aus ganz unterschiedlichen Ecken Deutschlands, aber auch der Welt kommen. Und das muss ich ernst nehmen. Mhm. Und da spielt uns natürlich die Gegend natürlich in die Hände. Haben die Menschen inzwischen vielleicht weniger oder haben sie sogar mehr Interesse an ihren Programmen? Also an unseren Standardprogrammen weniger. Das ist eindeutig. Also wenn wir tatsächlich nur das aufwärmen, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben, dann wird das Interesse spürbar abnehmen. Also das merke ich einfach so in der letzten Zeit. Mhm. Wenn wir uns allerdings Mühe geben und Kooperationen suchen und uns gut vernetzen und uns natürlich auch Mühe geben, das, was wir machen, gut machen,
dann werden unsere Angebote auch weiterhin wahrgenommen. Aber da stehen wir natürlich auch in der Konkurrenz mit touristischen Anbietern, mit touristischen Angeboten. Aber das ist auch gut so. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns da die letzten Jahre auch ein bisschen ausgeruht auf vielen Dingen. Von der Landschaft allein kann ich nicht runterbeißen, sondern ich muss damit auch wirklich etwas tun. Mhm. Ich muss wirklich hier mir auch Mühe geben, als Tourismusseelsorger, als Gästeseelsorger, Veranstaltungen auch zu haben, Begegnungen zu schaffen, die ansprechbar sind und wo die leider gern mitgehen. Und das reicht nicht mehr, das nur in unseren Kirchen zu machen. Wie kommt das Programm zustande? Wie gehen Sie das an? Unser Erzbistum ist groß. Und wenn ich so meinen Zuständigkeitsbereich anschaue, dann ist es ja eigentlich ein traumhaft schönes Gebiet zwischen Königssee und Zugspitzregion. Und dann muss ich natürlich schauen, wer ist so meine Mitstreiterin, mein Mitstreiter? Was sind das für Leute? Was sind deren Stärken? Wo sind die verortet? Wie ist auch das Zusammenspiel mit dem Tourismus, dass wir einfach gemeinsam unterwegs sind? Und dementsprechend gestalten wir dann ein Programm, das sichtbar wird, natürlich auf unserer Homepage. Man muss dann auch schauen, wie spielt man sowas aus. Die beste Visitenkarte dafür ist eigentlich unser Gästebrief, den wir jedes Jahr rausbringen, wo wir auch schauen, wo sind unsere guten Orte? Wo sind wir als Kirche gut aufgestellt? Wo haben wir gute Leute? Und das muss tatsächlich nicht an irgendwelchen touristischen Hotspots festgemacht sein, sondern das ist mir wichtig, dass wir dann unsere Salzach-Region, unsere Region Nord, Landkreise, die fernab von Touristenströmen sind, dass wir die auch im Blick haben und mitbewerben. Das sind oft so schöne Kleinode. Das lohnt sich am Wochenende dann einmal in die andere Richtung rauszufahren und nicht wie wenn der große Zustrom aus München dann sozusagen an Schliesig hat. Dann gibt es genauso gute Gründe, den Weg in die andere Richtung einzuschlagen und man wird sehr, sehr viel entdecken. Was hat sich dann überholt an Veranstaltungen, würden Sie sagen? Also ich glaube, unsere ganz klassischen liturgischen Formen, der Sonntagsgottesdienst ganz in der Früh, ein Rosenkranzgebet, dann oft schon traditionelle Formen, gerade im liturgischen Bereich, die haben abgenommen, also ein Interesse da. Das wird immer weniger, das nehme ich also wahr. Selbst bei Bergmessen muss man einfach schauen, dass nur weil der Gottesdienst auf dem Berg stattfindet, zieht es noch gar keinen vollen Ofen vor. Sondern da muss man wirklich schauen, was für Musik habe ich dabei, wer macht es, wie ist dieser Ort erreichbar, was ist sozusagen an der Benefit außenrum, kann ich dann noch in eine auf eine Alm gehen, wie kann ich da parken. Da muss ich mittlerweile einfach ganze Menge mehr an Informationen und an Nebenprodukten auch mitliefern den Leuten, damit man zu so einem Angebot greift und es auch gern wahrnimmt. Also die Selbstverständlichkeiten gibt es so nicht mehr. Nee, auch in dieser schönen Gegend nicht. Dankeschön. Bitte. Danke. Gerne. Und ich sage Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen von der Kirchenredaktion.